Earl Jones fragt Peatsmeet. Gab es eine Frag-Peatsmeet-Frage, bei der ihr schon geflunkert habt? Ich wüsste jetzt zwar gerade nicht, bei welcher Frage, aber ich sag einfach mal, bestimmt hat man schon mal geflunkert. Aber ich weiß auch tatsächlich nicht, wo. Ich meine, wir haben so viele Fragen beantwortet, vielleicht war irgendeiner unangenehm dabei. Und man musste antworten. Aber ich wüsste tatsächlich nicht, welche. Vielleicht aber auch nicht. Ich kann es dir nicht sagen, weil ich nicht... Ich wüsste auf Anhieb nicht, wann. Aber selbst wenn du ein bisschen die Unwahrheit gesagt haben könntest, könntest du ja schon geflunkert haben. Deswegen sage ich bestimmt. Wir haben schon so viele Fragen beantwortet. Ich kann es nicht mit 100%igkeit beschwören, dass ich es nicht gemacht habe. Wüsste jetzt aber auch nicht, wo oder warum. Also eigentlich nicht, nee. Eher nein als ja. Niemals. Nein. Auf gar keinen Fall. Nee. Vielleicht. Du, es gibt mittlerweile ja echt viele Frag-Peatsmeet-Fragen. Und ich will nicht behaupten, dass sich meine Meinung da nicht vielleicht geändert hätte. Das kann passiert sein. Das kann passiert sein, dass ich Sachen ausgelassen habe vielleicht. Aber ich glaube nicht, dass ich mich da hingesetzt habe, um absichtlich zu lügen. Nee. Ich glaube, es gab keine Frag-Peatsmeet-Frage, wo ich schon geflunkert habe. Nicht, nee, ich wüsste zumindest nicht bewusst, nee. Also aus Dummheit habe ich vielleicht Mist erzählt, aber nicht, dass ich mir gedacht habe, oh, jetzt muss ich ganz schnell lügen.